So, wir verstehen uns so. Ich bin raus jetzt hier. Oder ihr kommt mit euren Idioten, die hier irgendwo rumkreuchten, vor meiner Nase. Habe ich keine Lust drauf, wenn ich riechen könnte, dass hinter mir gleich jemand stehen würde. Da habe ich keinen Bock drauf. So, du nennst uns Idioten, scheiß drauf, Alter. Letzte Chance, gibst du uns die Waffen oder nicht? Was für eine Zeitspanne. Das überlasse ich. Oder ihr habt Safe noch Waffen da lassen. Ihr wollt schießen, hab ich recht? Ihr wollt nicht reden. Ihr wollt schießen. Wir reden. Ihr wollt nicht reden. Ihr wollt es vielleicht bloß gut verpacken oder was auch immer. Ich höre Sirenen. Ja, die laufen hier durchgehend. Okay, was wollen wir jetzt machen? Kriegserklärung einreiten. Kriegserklärung und einreiten. Ja, wer bist du denn, dass du mir das sagen kannst von meiner Haut? Wer ich bin? Ich bin Mosca, fucking Grande. Ey yo, Luke and Song sind wie ein Maserati. Mir mein Jackie, depressiv, lass mich, die Straße macht aktiv. Nur 9er Gramm ist, die Kunden kommen safi. Jetzt weniger Koffee, weil paralegal fließt. Futur, immer gerade, stabil geblieben. Es waren harte Tage, zu mein Habibus Pluto, immer gerade, kennst du mich oder warum redest du Schlampe? Glaubst du das wirklich, sag mir. Hast du gegessen am Tisch mit mir, sag mir. Es war hart hier, nur ich saß hier. Und auf einmal waren alle mein Papier. Niro, Niro, überleg dir genau, was du glaubst. Nimm mich zurück, während Rap mir einkaut. Kleiner Zügel, weil ich keinem mehr vertraut. Zu den Farben nach oben, hier unten ist grau. Legaler Batz, was für Jahre im Bau. Ich Angst vor dem Bullen, haben die Tage versaut. Hol mir mein Biss und dann rase ich raus. Küss meine Frau und dann spar für mein Haus. Zu viel Geräte, guck zu viel Gerüchte. Ich stapel mein Para und flieg an die Küste. Zu viel die Grieche, zu viel vom Augen die Küste. Jeder Zweite droht dir mit Schüsse. Jeder ist Boss, redet weniger bitte. Kripo suchen, schwör meine Hütte. Das Leben ist schwer mit dem Para aus Düte. Jeder Zweite droht dir mit Schüsse. Jeder ist Boss, redet weniger bitte. Kripo suchen, schwör meine Hütte. Das Leben ist schwer mit dem Para. Auf dem Dach, wo wir vor gestern waren, wisst ihr noch? Wollen wir den dann sagen, dass er runter soll? Oh, ja, wie kann ich euch helfen? Von da oben runterzählt, wer sind hier, um mit dir zu reden? Wer sind sie? Ja, wer sind wir wohl? Wer sind die 1 und 2 Boys? Und okay. Die Typen vom Dach kannst du schon mal abziehen. Warum sollten die abziehen? Das ist mein Hort, die können stehen, wo wir wollen. Weil ich die gern unten haben will. Wir wollen keinen Stress, ihr wollt keinen Stress. Wenn die runterkommen, ist alles easy. Wenn die oben bleiben, sind wir angespannt und sind Triggerfinger. Ne? Weißt du, was ich meine? Wenn ihr keinen Stress wollt, dann sollt ihr doch oben bleiben. Ihr wollt doch mit mir reden oder mit wem wollt ihr reden? Mit allen von euch. Ja, dann muss ich dich leider enttäuschen. Das geht dann anscheinend nicht. Was für enttäuschen, Amigo, Mann. Wer bist du überhaupt? Das kann ich dir nicht sagen. Wenn du nicht reden willst, dann hol einen Herrn, der was zu sagen hat. Ich hab was zu sagen, keine Angst. Ups. Okay, toll, wenn du was zu sagen hast. Dann fange ich mal an. Ihr nehmt Leute vor meine Hut hops, ne? Wir sind in der Southside oben. Wenn ihr der Leute in der Southside hochnimmt, geht uns das ganz sicher was an. Du nimmst niemanden von meinen Jungs hops, du nimmst keine vor meine Hut hops, ne? Ihr habt deinen Waffenschieber von uns hochgenommen. Das heißt, du schuldest mir Waffen, Amigo. Und wenn du Mosca was schuldest, ist das nicht gut für dich. Sag ich dir gleich von Anfang an. Also, ich muss da auch sagen, ihr seid ziemlich, wie soll ich sagen, ziemlich, also man kann euch nicht erkennen, dass ihr zu irgendjemandem gehört, meiner Meinung nach. Also wenn ich da irgendeine Geisel von euch nehme, dann tut's mir leid, dann war das anscheinend nicht mit Absicht. Ja, aber tut mir leid, reicht da nicht, Alter. Du nimmst jemanden als Geisel und bedrohst dein Leben, Digga. Das geht einfach nicht. Ja, dann kann er nicht früher sagen, wer er ist, was auch immer er ist oder als ob es euch jucken würde, wenn er sagen würde, er ist nur 1 zu 2 Boss, Alter. Seid doch mal ehrlich mit dir selber, dass es ihn nicht jucken würde. Also kann sein, dass du das selber nicht warst. Aber guck mal, deine Homies, ja, uns ist gerade zu Ohren gekommen, dass wir haben gesagt, wir sind von 1 zu 2 Boss, also Leute aus meiner Reihe. Und das hat deine Homies gar nicht gejuckt so. Also nicht, dass du das selber warst, ne? Nimm das jetzt nicht als Angriff auf dich selber, aber deine Homies einfach schlechte Arbeit. Jay, Waffe weg. Und was genau wollt ihr jetzt mal? So, ihr habt unseren Waffenschieber hochgenommen, das waren 7 Langwaffen. Ist so ein Typ. Unseren euren Waffen was? Waffenschieber, der gibt uns Waffen. Ja. Den habt ihr hochgenommen. Den willst du sagen, der hat 7 AKs dabei, oder was? Der hatte 7 AKs dabei, ja.
Der hatte 7 AKs dabei, ganz einfach, Mann. Einer von euch hat ihn hochgenommen und hat 7 AKs. Lässt du mich ausreden, Amigo? Was soll das mal sagen? Fällst du mir nicht ins Wort? Also, wir sind zum Reden. Zeigst du mir deinen Respekt. Ja, dann komm zum Punkt. Ich bin gerade dabei, bei dem Punkt zu kommen. Wir haben doch auch Respekt. Weiß ich nicht. Was heißt, weiß ich nicht, Alter? Wir haben Respekt vor jedem. Also, ich will jetzt 7 Langwaffen haben, wenn ihr die abgenommen habt. Also, du willst mir sagen, dass ein Mensch, 7 Langwaffen bei sich tragen kann? Was für ein Mensch, denkst du, werden die doch nicht in seinen Unterhose, also Mann? Es muss anscheinend ein Weltrekord sein oder was auch immer. Der hatte den in die Fahrzeug und nicht in die Unterhose, Mann. Denk doch mal ein bisschen nach. Also, ich sage euch ganz ehrlich, das sollte ich wissen. Wenn wir jemanden gefunden haben mit 7 Langwaffen im Kofferraum, das wäre mir schon zu Ohren gekommen. Denkst du, wir lügen? Unterstellst du mir gerade, dass ich lüge? Ich meine, du unterstellst mir halt auch ein paar Sachen. Und ich unterstelle es dir, weil ich dabei war und weil ein Amigo mir das gesagt hat. Und wenn er mir das sagt, dann glaube ich ihn. Also, was würdest du machen, wenn ich hier vor die Hut stehe, Amigo? Und dir einen Hops nehme? Würde dir nicht gefallen, oder? Das stimmt. Ich bin aber auch ehrlich zu euch. Ich bin erst zu Ohren gekommen, dass es euch überhaupt gibt, seit gestern. Seit gestern weiß ich erst, dass es überhaupt. Also sprechen wir wohl mit die Falschen. Holst du doch einmal her, der uns kennt. Warum sollte ich? Digga, weil wir vor dir stehen. Fertig. Ihr wollt mir irgendwas von Respekt erzählen? Was habt ihr denn gestern in meinen Hut gemacht? Wir waren gestern hier, wollten mit dir reden, aber du warst nicht, weil du frech auf Twitter getwittert hast, sieh. Du hast gesagt, oh, ich hab keine Zeit. Und das wollte mir von Respekt erzählen. Respekt ist, wenn man jemanden ausreden lässt. Respekt ist, wenn man von einer anderen Hut in eine komplett andere Seite sich fernhält. Ich sage so, wie es ist, ich werde euch keine 7 Langwaffen geben können. So, ich kann euch keine 7 Langwaffen geben, es geht nur, nicht. Was für ein anderes einfach. Bist du Respekt? Was soll ich dir sonst sagen? Soll ich mir... Du hast so Zeit, wir haben nicht gesagt, dass wir die jetzt verlangen. Wir haben gesagt, dass wir die Langwaffen wollen. In einem Zeitraum, mir egal. Nenn du mir einen Zeitpunkt. Amigo, wann schaffst du das? Ich hab Zeit, immer. Okay. Also, wenn ihr das macht, kommen wir alle heil raus. Niemand muss verletzt werden. Keiner von uns. Du kannst einfach sagen, nö, machst du nicht, aber das zieht Konsequenzen nach sich. Willst du mir jetzt drohen, oder was? In gewisser Weise. Okay. So, ich bin raus jetzt hier. Oder ihr kommt mit euren Idioten, die hier irgendwo rumkreuschen, vor meiner Nase. Habe ich keine Lust drauf, wenn ich riechen könnte, dass hinter mir gleich jemand stehen würde. Da habe ich keinen Bock drauf. So, du nennst es Idioten, scheiß drauf, Alter. Letzte Chance, gibst du uns die Waffen oder nicht? Was für eine Zeitspanne? Das überlasse ich. Oder ihr habt safe noch Waffen da lassen. Ihr wollt schießen, hab ich recht? Ihr wollt nicht reden. Ihr wollt schießen. Wir reden nicht. Schießen, wen hab ich schon geschossen? Einzig, was ich will, ist die Waffen haben, Amigo. Ihr wollt's vielleicht bloß gut verpacken oder was auch immer. Schön verpacken. Guck mal, wenn ich hätte schießen wollen, Amigo, wäre ich hier reingelaufen mit meinem Acker und hätte dir deine Fresse weggeschossen. Aber ich will reden, deswegen stehe ich hier. Anscheinend ja nicht. Warum sind denn irgendwelche Leute bei uns? Ja, weil Leute bei euch die eigentlich sind. Hinter euren Rücken stehen müssen. Wenn bei euch jemand steht, habe ich auch Leute auf die Dächer. Ja, die verbringen da auch ihre Freizeit, auch wenn keiner vor unserer Hut steht. Ja, das ist wunderschön, aber trotzdem schicken wir die Leute aufs Dach, wenn die Welt auf dem Dach hat. Fertig. Geht euch gar nicht klar, warum die da sind. Tut's mir leid, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, dann möchte ich mit euch nicht mehr weiterreden. Okay, alles klar. Schon mal den Kord hier. So, die sind. Digga, wir müssen da einfach wirklich anreiten, Digga. Die haben schon so oft geballert. Die haben schon so oft geballert, Digga. Von der LCN wurden die gefickt, von der Sinaloa wurden die gefickt. Und tun dann uns sagen, ja, ey, komm doch eh nur um zu ballern, Digga. Wir waren bis jetzt so die zivilisiertesten. Und dann kommen die uns mit so einer Scheiße, Digga. Rotz die einfach weg, Digga. Scheiß auf die Wichser. Wir ficken die jetzt einmal nach. Jungs, die wurden sogar von unten gefickt, das heißt was. Ja, komm, wir machen die jetzt einfach weg. Und jetzt müssen wir einfach mal ein Statement setzen, dass wir nicht nur labern, Digga. Die werden anschauen. Timo, doch kein Meeting? Ich mit Timo hier drüber. Geht das nicht? Kein Problem. Ey, yo, Luke and Songs sind wie anders. Timo, doch kein Meeting? Nee. Ja, ich hab geträumt von
der Bühne stehen vor Tausenden von Fans. Jesus, ich wollte 100% geben. Wollte Runden im Benz drehen. Einfach jeden Tag Mercedes fahren. Ich glaub, du weißt, wovon ich rede, Mann. Knete haben in allen Lebenslagen. Und nicht mehr auf dem Bus im Regen war's. Reeperbahn, krasse Beute. Nasse Träume, komm, wir machen Beute. Immer gegenhalten, auch in schweren Zeiten. Richtung Sonne, bis die Segel reißen. Sie meinten alle, du verbrennst dich. Und auf einmal wurde es brenzlig. Ich hab geträumt, es wär alles selbstverständlich. Doch wurde wach im Gefängnis. Real Talk, Digga, träum ich grad mein Leben? Oder lebe ich mein Traum? Alle wollen jetzt mit mir reden. Aber wem kann ich vertrauen? Immer noch dieselbe Gegend. Und ich schaff es hier nicht raus. Sag mir, mach ich grad Karriere? Oder mach ich gleich auf? Thank you.